Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen 2000 Punkte ITC Battle Report. Hallo, ich bin der Marc. Ich bin Robert und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Jo Freunde, es geht wieder weiter. Wir stehen jetzt wieder hier und wir haben auch schon mal einen Versuch unternommen, einen Battle Report zusammen zu drehen, ja, aber das ging halt irgendwie kläglich gescheitert. Ja, was waren das eigentlich alles? Ich weiß es gar nicht. Wir hatten das Matchup schon mal gemacht. Naja, Admec. Ja, gut. Bei mir ist ein bisschen was anderes. Ja. Aber es ist auch unser drittes Spiel. Wir haben ein Probespiel mal vom Turnier gemacht. Das hat Robert gewonnen. Dann jetzt kommst du mir so. Auf dem Turnier habe ich dann gewonnen. Und jetzt ist die Revanche hier. Ach so, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ne? Arsch. Kann ich nochmal nach Hause fahren? Hätte ich die harten Sachen eingepackt, ne? Nein, ach, das passt schon. Wir stellen uns ja jetzt eigentlich, ich wusste gar nicht, dass du jetzt hier so ein... Nein, das war nicht. Nein, dann machen wir die Revanche von anders, oder? Das dritte Spiel. Nee, dann machen wir das als Revanche heute. Okay, machen wir als Revanche. Oh Mann, ey. eigentlich haben wir diese Listen gebaut, um gegen Marines zu spielen. Ja, genau. Das ist, ja. Marines sind ja im Moment in aller Munde irgendwie und auch jetzt wieder bei den Top 10 im Oktober waren Marines mit weitem Abstand auf Platz 1. Ich glaube, Marines haben irgendwie 30 Top-Liga-Spiele gewonnen und die drittplatzierten, die Orks, haben 5 gewonnen. Also so ist der Unterschied zurzeit. Was? Ein riesen Unterschied. Und jeder überlegt, was macht man denn gegen Marines? Und wir haben uns beide mal anfangen lassen. Ja, also meine Liste ist jetzt leider noch nicht komplett fertig. Das seht ihr dann gleich bei der Armeevorstellung, werde ich das nochmal kurz dazu sagen. Bei dir ist so das Matchup, ne? Ungefähr. Also ein paar Kleinigkeiten. Ein, zwei Einheiten werde ich noch ändern, aber die spiele ich heute nicht, weil sie noch nicht bemalt sind. Ja, fürs Auge. Ich denke auch, dass wir, wenn wir die Testspiele intern machen, auch mal, ich meine, wir haben ja auch genug Marines im Portfolio, dass wir da wahrscheinlich auch diese Listen nochmal umstellen werden. Ja. Das kriegt man immer dann erst zu spüren, was wirklich falsch läuft, wenn man tatsächlich dann mal diese Armeen gegen sich hat. Aber ja, wie gesagt, wir können ja mal kurz erzählen, was wir jetzt heute spielen. Ihr habt es schon gehört, 2000 Punkte ITC. Warum 2000 Punkte, Marc? Ja, so wie wir gehört haben jetzt letzten Monat auf einem Turnier, sieht es wohl so aus, dass ab nächstem Jahr das ITC-Format in Deutschland von 1750 auf 2000 angehoben wird, um es halt einfach auch international vergleichbar zu machen. Ja. Kannst du ruhig weiter. Mikros an. Ja, Mikros an. Das war schon mal der erste Fehler vom letzten Mal. Genau. Ja, und die meisten spielen ja irgendwie alle um uns rum in Europa und Amerika spielen 2000 Punkte ITC und wir Deutschen spielen 1750 und das soll geändert werden. Ja. Deswegen fangen wir damit jetzt auch einfach an. Ja, ich finde es ganz gut, dass wir den Turniereinstieg eigentlich mit 1250 gemacht haben, AS Bellica, dass wir diese 1750 Turniere, auch wenn es jetzt mal ein oder zwei Stück waren, die wir gespielt haben, dass wir das noch mitgenommen haben, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich stelle mir das recht hart vor, wenn du überhaupt noch nie Turniere gespielt hast, dann fährst du auf ein 2000-Punkte-Turnier und machst dann 3 Spiele am Tag, da bist du ja fertig, das Männchen in dem Ofen. Ne? Vor allem, wenn du irgendwie eine Horde spielst oder eine Massenarmee, wo du irgendwie echt dann 200 Modelle durch die Gegend schiebst. Oder teilweise, beim letzten Turnier hatte ich noch mehr Modelle, da hatte ich ja 3x30 Orks da stehen und die kommen ja so, vielleicht sogar nochmal wieder. Das ist wirklich, da kommst du ins Schwitzen, also man macht auch nichts mehr, man bewegt nur noch Modelle. Das ist 3 Stunden lang und ist dann in Runde 2 so gefühlt nach 3 Stunden. Da musst du auf jeden Fall mal richtig kräftig mit einem Kraken ficken. Ja. Das muss ich jetzt auspiepen übrigens. Ja, dran denken. Ja, also mit dem Kraken, ne? Ja. Ja, das ist schon heftig. Ja, ITC Mission Score Sheet haben wir natürlich auch schon vorbereitet. Ja. Aufstellungszone? Die klassische, beide langen Kanten, 12 Zoll. Zeigen wir euch die Nummer 2, die heißt, Moment. Standard. Ich stehe nicht mehr dabei. Ja, also die Standard-Aufstellungszone, ihr seht das auch gleich auf dem Board, was hinter uns schon aufgebaut ist. Dann zeigen wir euch das Gelände alles noch so ein bisschen. Mission Nummer? Nummer 5. Mit 4 Markern. Man kann sich am Anfang ein Prioritätsziel auswählen, den kann man nochmal um 6 Zoll verschieben und der Gegner muss den einnehmen. Und man selbst den vom Gegner und dann gibt es einen Bonuspunkt. Genau. Besonderheit, es muss 6 Zoll weiter von Kanten entfernt sein und 12 Zoll, glaube ich, vom nächsten Missionsziel.
Ja, ausgesucht an Sekundärmissionen habe ich mir Gangbusters. Das ist quasi Modelle vernichten, die mehrere Lebenspunkte haben. Gab es da noch irgendeine andere Spezifikation bei diesem Ding? Ne, also ja. Ist ganz gut gegen so MacGuns und so ein Kram. Ich glaube, 6 Lebenspunkte müssen sie haben mindestens. Oder ist das egal? Ja, nee, Quatsch, oder? Die müssen mehr als 3 Lebenspunkte haben. Und 6 musst du nehmen und die müssen mehr als 3 haben. Ja, gut. Und also eine MacGun wäre ein Punkt. Dann natürlich Schnitter. Wenn ihr die Armee gleich seht, dann werdet ihr das absolut nachvollziehen können. Also pro 30, glaube ich, oder 30, 20 oder 30 20. Vernichtete Modelle kriege ich einen Siegpunkt. Und dann habe ich noch Butcher's Bill. Das war 2 Einheiten pro Spielerzug von mir vernichten. Genau. Und ich nehme den Titanenschlechter. Einfach weil da zwei große Titanen stehen. Hm. Ist ganz logisch. Dann habe ich noch den Königsmord. Die Ritter von Robert sind Charaktere. Und für 4 Lebenspunkte, die ich ihm nehme, kriege ich halt einen Punkt. Hm. Und dann habe ich noch Erkunden genommen. Da muss ich einfach mit einem Modell einer Einheit in jedem Viertel stehen. Das sollte überhaupt kein Problem sein bei dir. Oh, habe ich jetzt schon ein paar Mal Probleme gehabt? Mit der Armee? Ja. Na gut, gucken wir mal. Ja. Ja. Besonderheit heute noch, da das jetzt so ein großes Spiel ist, 2000 Punkte. Und gut, das trifft jetzt eher nur auf mich zu, weil ich jetzt 2 Armeen spiele, die ich nicht so häufig spiele und einfach noch mal ein bisschen gucken will, auch gerade weil wir uns jetzt so für Turniere vorbereiten. Ich dann natürlich immer ein bisschen lesen muss und auch ein bisschen Ruhe brauche, werden wir heute einen Short Battle Report drehen. Jetzt bleibt bitte trotzdem dran. Wir werden das relativ ausführlich machen für euch. Das heißt nur, dass wir jetzt während der Schussphase nicht mehr die Kamera dauernd alle Würfelwürfe zeigen. Ja. Wir geben euch aber weiterhin ein ausführliches Feedback nach der Bewegungs-Psi-Phase, Schussphase, Nahkampf- oder Angriffs-Nahkampf-Phase. Ja. Das sagen wir euch auch wirklich alles relativ ausführlich, auch was wir da gemacht haben. Insofern sollte eigentlich nichts passieren, dass ihr da den Bezug verlieren solltet. Also sollte nicht vorkommen. Und ich denke mal, sollten irgendwelche Highlights vorkommen, wo dieser Wurf halt wirklich entscheidend ist oder so, dann können wir mit reinnehmen, denke ich mal. Ja. Tut uns bitte nur einen Gefallen jetzt bei dem Battle Report. Das ist der erste Short Battle Report, den es überhaupt jetzt auf diesem Kanal gibt oder auf irgendeinem Kanal, den wir mal betrieben haben. Gebt uns bitte, also haut Comments rein ohne Ende. Wirklich so viel, wie irgendwie geht. Wir wären echt dankbar, wenn ihr uns jetzt mal ein ausführliches Feedback zu dem ganzen, zu dieser Filmart mal geben würdet, dass wir einfach gucken können, wenn wir sowas in der Turniervorbereitung nämlich immer mal einbauen könnten, wäre das für uns richtig stressfrei. Und dann natürlich so, dass es euch noch am besten gefällt, sodass wir dann einen guten, gesunden Mittelweg finden könnten. Das wäre echt super, weil für uns ist es echt stressfreier mit dem Film und ihr könnt dann natürlich auch teilhaben an dieser Turniervorbereitung. Ja. Gerade wenn wir mit der Armee noch nicht so fit sind. Da schauen wir einfach mal. Also knallt Kommentare unten rein bis zum geht nicht mehr. Sagt uns eure Meinung, gebt uns Feedback und dann versuchen wir das nächste Mal besser anzubringen noch, falls es Fehler gibt. Und was mich noch interessieren würde, ihr könnt ja mal drunter schreiben, wenn ihr nicht Marine-Spieler seid, also alle anderen, was ihr euch so einfallen lasst gegen die Marine-Listen. Wenn wir ja schon mal so Listen hier stehen haben, was macht ihr dagegen? Ja. Wäre mal interessant. Vielleicht hat irgendwer noch eine Idee, wo sonst keiner drauf kommt, wie funktioniert es besser. Ja. Das wäre auch mal sau interessant. Schreibt es drunter. Kann man mal drüber sich unterhalten oder schreibt uns an oder so. Und ja. Also es wäre echt schön, wenn ihr wirklich die Comments diesmal richtig vollknallen würdet, wenn da so ein bisschen, wir werden uns auch beide beteiligen da und immer schön antworten und so. Also es wäre echt richtig schön. Ihr könnt ja auch mal drunter schreiben, wenn ihr Marines-Spieler seid, was eurer Meinung nach das Beste ist dagegen. Also so, aber so gerade was Marc erzählt hat, das finde ich auch richtig gut, wenn man so die Gedankengänge, weil jeder hat eine andere Herangehensweise, jeder hat da irgendeinen Punkt, wo er dann ansetzt und sagt, ja, das könnte jetzt vielleicht irgendein Mittel der Wahl sein, aber gucken wir mal. Haut unten drunter. Ja, bitte. Armeen zeigen? Zeigen wir euch die Armeen. Und dann das Board und dann geht's los. Viel Spaß! Ja, Freunde, hier haben wir 1900. Ich gucke jetzt noch mal gerade in die Liste, dass ich euch genau sagen kann, wie viele Punkte das auch sind. Auf jeden Fall, wie ihr seht, haben wir hier 3 Detachments. Ein Super Heavy Detachment Imperial Knights, ein Bataillon Blood Angels und ein Bataillon Adeptus Mechanicus. Insgesamt 1995 Punkte. Wir fangen einfach mal an. Wir haben hier einen Knight Errant. Der ist ausgestattet mit der Thermalkanone, dem Schwert. Dann haben wir einen Iron Storm Missile Pod und ansonsten Heavy Stubber. Der hat auch noch ein Relikt und zwar dieses Armor of the Sainted
Ion oder sowas, also irgend so ein Ionen-Dingsbums. Das ist auf jeden Fall, dass er eine Zweierhose hat. Dann spiele ich, ganz wichtig für euch erstmal zu wissen, House Raven, also Questor Mechanicus. House Raven besagt, dass ich keinen Abzug auf das Advancen bekomme, wenn ich Sturmwaffen habe. Und dass die Besonderheit oder das Schöne ist halt, dass alle Waffen als Sturmwaffen gelten, also alle Heavy Weapons auch als Sturmwaffen gelten, wenn ich vorrücke mit diesem Haus. Das ist halt ganz witzig. Dann einen ganz normalen Armiger Warglaive, der ist, ja, mit wie halt ein Armiger Warglaive ausgerüstet ist. Der hat auch noch den Heavy Stubber oben drauf, nicht den Melter. Und dann haben wir einen Knight Crusader, der ist ganz normal mit der Rapid Fire Battle Cannon, der Gatling. Die Gatling ist allerdings die Relikt Gatling und dann zweimal Heavy Stubber und auch den Iron Storm Missile Pod, so hieß er. Ja, das zu den Imperial Knights. Das sind ziemlich genau 1065 Punkte hier in dem Detachment. Hier kriege ich 3 Command Points dazu, muss natürlich auch gleich wieder 3 ausgeben, weil die 2 ja Charakter sind und entsprechend einen Relikt haben. Waller Trade von ihm ist, dass er plus 2 auf Advancen und Charge bekommt. Blood Angels, Bataillon 2 Smash Captains. Einer, er hier mit dem grünen Helmchen hier, hat die Engelsflügel. Auch noch zusätzliches Relikt hat er den Hammer von Baal. Dann haben wir 3 Trupps ganz normale Scouts. Bei den Atmec spielen wir nicht wie hier bemalt Mars, sondern wir spielen Stygies 8. Das heißt, da gibt es alles, was weiter als 12 Zoll weg ist von mir, gibt es minus 1 nochmal to hit. Da haben wir zweimal den Scorpius, dessen Degrator mit der Energiekanone, einen Tech Priest Dominus, einen Tech Priest Engines hier und dann haben wir hier beziehungsweise einen 5er Trupp Vanguards. Der Chef ist einfach nur, der hat keinen Omnispex in der Hand, das ist einfach nur so gekennzeichnet, dass er der Chef ist. 5er Trupp Ranger, auch er hier ist der Chef, hat keinen Omnispex oder irgendwas dabei. Und dann haben wir noch einen 5er Trupp Ranger, allerdings sind hier 2 Arkebusen dabei. Ja, und das waren auch schon 1995 Punkte. 1995, genau. Und ja, zu den Taktiken oder den möglichen Taktiken, wenn ich das überhaupt anbringen kann, da werden wir nach dem Spiel dann nochmal ein bisschen mehr erzählen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal soweit. Dann kommen wir zu den Orks. So, Robert lacht schon. Ist ein bisschen mehr. Also ich spiele auf jeden Fall 3 Bataillone Orks. Ich fange an mit dem ersten Bataillon, das sind Evil Sons. Da habe ich mit drin auf jeden Fall den Warboss auf dem Warbike. Da habe ich dann auch mit drin den Big Mac mit dem Spezialkraftfeld. 3 Trupps Boys, 2 30er, jeweils mit einer Energiekralle mit drin und ein 10er Trupp, weil ich die Punkte halt noch hatte. Dann sind noch mit drin die beiden Trucks. 1 Transporter und der Painboy, ganz normal. Dann habe ich das zweite Bataillon, was ich habe. Das sind Dead Skulls. Das ist auch ein Treadwalk-Bataillon. Da gebe ich einen CP für aus, dass ich halt, das sind meine 3 Akkus und die 3 Snorzogger-Typen, die Big Macs mit den Snorzoggers. Einer hat jetzt Relikt, die Relikt-Snorzogger dabei. Kann dafür halt 2v6 schießen. Und dann sind halt da noch dabei 3x10 Quetschen. Einfach um das voll zu machen. Und dann haben wir das letzte Bataillon. Das sind Bad Moons. In dem Bad Moons Bataillon sind halt 2 Wild Boys, die Hakus. 60 Gretchen, also 30 Gretchen, 3x10 Gretchen sind die Standardauswahl. Dann sind mit dabei 2x10 Smasher Guns, 2x5 Smasher Guns, also 10 in Summe. Einfach die Big Guns, das ist egal, wo ich die zupacke, die kriegen ja nicht die Regeln von den Clans. Und wichtig sind aber die Looters, die sind mit in den Bataillon mit drin, die Bad Moons, weil die dann halt Einzige holen können. Bei den Death Skulls ist es so, das Bataillon davor, da kann halt jede Einheit im Nahkampf, Fernkampf einen Trefferwurf, einen Verwundungswurf und einen Schadenswurf wiederholen. Das ist halt geil für die Snorzoggers einfach. Gut, meine Relikte, das ist halt wie gesagt einmal das
diesmal Zeuger. Das zweite Relikt kriegt der, da gebe ich einen CP für aus, kriegt der, der Warboss auf dem Ball, der hat die Kralle mit dabei. Dann gebe ich noch eins aus, dass einer meiner Wirtboys ist ein Warpad. Dann hat einer nämlich Gorgs Fäuste und der andere hat Warpass und der Jump. Ja. Viele Modelle, viele Einheiten. Aber auch Sport, würde ich sagen, ne? So sieht's aus. Baum auf. So, Freunde, das ist das Schlachtfeld. Wir haben, wie eben schon gesagt, schon mal aufgebaut. Und zwar habe ich eine 2 oder 3 gewürfelt. Marc hat eine 5 gewürfelt. Entsprechend hat er sich diese Seite hier ausgesucht. Und ich durfte oder musste zuerst aufstellen. Habe dann diese Seite hier bekommen. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Also zur Aufstellung erstmal für euch als Überblick. Ich habe hier rechts den Crusader bzw. den Errant und den Warglaive stehen. Mit dabei ist ein kleiner Tech Priest. Dann hier in der Mitte steht ein Smash Captain, so ein bisschen versetzt nach hinten. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Scouts. Dann haben wir da vorne auch natürlich in vorgeschobener Stellung auch ein paar Scouts. Hier oben der Vanguard oder Ranger-Trupp mit den Arkebusen. Dahinter ist der Dominus mit einem Scorpius, der Vanguard-Trupp unmittelbar davor. Links daneben auf diesen Containern hier ist der 5er Ranger-Trupp. Hier hinten ist nochmal ein Scorpius und ganz hier hinten versteckt ein Smash Captain nochmal. Marc. Ja, hier fängt an, 5 Meckerns, jede Menge Boys dahinter. Moment, der steht nicht so ganz cool. Ja, also ich zoome mal hier ran. Dann haben wir hier direkt die erste Smasher Gun. Also wichtig. Die erste Snorzogger. Das ist halt wirklich wichtig, ja. Und die, ja, genau, und dann habe ich hier die Boys, die beiden großen Trupps zu einer Reihe gezogen, dass ich halt hier am Painboy habe. So haben die beiden Trupps immer ein Feel No Pain von 6. Ja. Dann, wie gesagt, dann geht es hier, also Painboy steht hier. Dann geht es weiter, da steht ein Truck, da ist nichts drin. Dann haben wir hier die 15 Looters mittig platziert. Geschützt von einem Spezialkraftfeld. Und den. Was macht das Spezialkraftfeld? 5er Retter in 9 Zoll. Alles innerhalb von 9 Zoll gibt ein 5er Retter. Vollständig innerhalb oder? Vollständig innerhalb, ja. Okay. Also dürften eigentlich nur die sein. Mhm. Vielleicht der Truck noch oder Painboy. Viele ist es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen 5er Retter, einen 6er für den Pain. Genau wie die Jungs alle. Dann jede Menge Gretchen dazwischen. Ja, ja, ja. Achso, hier hinten hat sich noch ein Wirtboy verschanzt. Der ist so, dass seine Akkubusen ihn nicht sehen. Ach so, okay. Ja. Und hier geht es nämlich dann direkt weiter. Der nächste Wirtboy und der, die beiden stehen auch so, dass die Akkubusen ihn nicht sehen. Und die beiden dürften sie eigentlich auch nicht sehen. Ja. Dann haben wir hier nochmal ein paar Kettchen, 5 Meckerns, 2 Snorzogas. Und da hinten steht noch ein Truck, der einfach so da steht. Der ist auch leer. Der steht einfach so da. Okay. Ja. Leute, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Inni-Klau. Marc darf noch Inni klauen. Genau, auf die 6. Nein, die 1. Das machen wir natürlich live, on-cam. Ja, kommen wir nun in die Bewegungsphase des Imperiums. Die Bewegungsphase des Imperiums ist auch schon vorbei, liebe Freunde. Ich zeige euch mal, was passiert ist. Und zwar, der Armiger Helverine ist advanced. Oder ist er advanced? Auf jeden Fall ist er nicht weit gekommen hier. Nee, außer er. Also er ist nicht advanced, aber das ist bei mir ja eh egal. Auf jeden Fall, er ist definitiv advanced. Der musste weit nach vorne, aber der hat es auf jeden Fall nicht weit geschafft. Die Scouts sind nach hinten advanced, um hier so ein bisschen ja, zum einen screenen und das Missionsziel halten. Tech Priest ist in 12 Zoll zu den Knights. Dann habe ich direkt ein BP ausgegeben, damit die Knights von meinen Kentigels profitieren. Da habe ich geworfen eine 6, beziehungsweise nicht geworfen, ausgewählt, dass ich Trefferwürfe von Einsen wiederholen kann. Ein Smash Captain ist hier hochgesprungen. Die sind stehen geblieben soweit, beziehungsweise die hier unten sich so ein bisschen verschoben, damit wir da ein bisschen mehr Screen haben. Der Dominus nach hinten, die sich ein bisschen verschoben in Deckung. Die beiden Scorpius-Typen da hinten hin, dass die beiden ganz da sehen. Die Scouts auch so ein bisschen nach vorne. Die Vanguards nach vorne advanced. Und
die da auch advanced. Dann habe ich 2 oder 3 WP ausgegeben, ich glaube 2, dass der Smash Captain, der eine mit den Engelsflügeln, jetzt hier steht und dass ich dann hoffentlich irgendwie hier hinten ein bisschen Radau machen kann. Da schauen wir einfach mal, was da gleich bei rumkommt. Gucken wir mal. Ja, liebe Freunde, dann sehen wir uns nach der Schussphase wieder hier beim Marc. Ich stelle das jetzt schon mal hier so auf, dass man vielleicht gleich auf den ersten Blick erkennen kann, sollte irgendwas gegangen sein. Sollte. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Gehende Lehre. Ja, schauen wir mal. Vorbei ist die Schussphase. Ich weiß nicht, ob man sieht, ein paar Meckerns sind rausgegangen. Also als allererstes haben die 3 Knights hier geschossen. Und da ging im Prinzip alles hier hinten auf die Meckerns. Also beziehungsweise auf die Gretchen. Die ganzen Heavy Stubber gingen alle in den Gretchen-Drupp hier rein. Und in die Meckerns, Marc, wie viele Meckerns habe ich da rausgenommen? 3 Stück. Hier sind 3 Stück raus. Und genau, also hier die 3, die hier standen. Weiterhin haben wir dann mit den Akebusen hier auf die, wie heißen sie nochmal da hinten? Nur das, aber da ist nichts passiert. Genau, da ist gar nichts passiert, geschossen. An den Infanteristen, sonst konnte ja jetzt nichts großartig schießen. Den einen hätte ich, glaube ich, noch schießen können hier oder die 2, aber das ist auch egal. Dann haben die beiden hier, ganz wichtig, die haben sich ja so ein bisschen hinter die Ruine verzogen hier. Die haben im Prinzip alles auf die Ork Boys an Heavy Stubber mit den schwarzen Bases, die ihr da hinten seht, geschossen. Und die Energiekanone sowie der Missile Launcher von beiden gingen jeweils in eine Meckern rein, die da links und rechts standen. Also ziemlich genau hier. Und das konntest du zum Glück auch rausnehmen. Ja, das war eigentlich schon die Schussphase. Also es hat jetzt nicht ganz so viel geschossen, aber man muss halt echt sagen, dass die Hälfte der Meckerns schon weg ist, was schon eigentlich echt eine gute Schussphase war, denke ich. Jetzt so, oder Marc? Ja, war sehr gut für dich. Also schauen wir mal einfach. Ja, Leute, dann kommen wir gleich in die Nahkampfphase und dann zeigen wir euch oder zeige ich euch gleich mal, was er hier gemacht hat. Also, da ist er hingekommen. Mit einem BP musste ich noch ausgeben, um die 1 hier zu wiederholen, weil ich wäre eben nicht reingekommen. Auf jeden Fall hat er da eine Smasher, nee, Smasher Gun? Smasher Gun noch rausgenommen. Dann bin ich hier reingepeilt. Marc hat mit seinem Gretchen zurückgeschlagen, da kam aber nichts bei rum. Und ja, das ist dann auch das Ende der ersten Runde bei mir. Und dann kommen wir gleich in die Bewegungsphase von Marc. Wir gucken uns aber erstmal meine erreichten Ziele an. So, also ich habe hier eine Einheit zerstört auf jeden Fall. Dann halte ich auch ein Missionsziel. Bonus müssen wir jetzt leider auslassen, weil wir beide vergessen haben, den Missionszielmarker zu benennen bzw. dann nochmal zu bewegen. Das heißt, wir spielen jetzt ohne den Bonus. Bei Gangbusters ist es so, dass ich durch die ganzen Meckerns das jetzt eigentlich schon voll habe. Schnitter müssen wir am Ende dann der Schlacht machen, weil Modelle zählen. Butcher's Bill habe ich jetzt einmal 2 Einheiten zerstört, entsprechend habe ich da auch einen Punkt. Guti, kommen wir jetzt in die Bewegungsphase von Marc. Ich habe schon mal angefangen. Was? Ich habe mal eine Grundbewegung gemacht. Achso, okay. Wollte nur noch mal dein Gesicht sehen. Bewegungsphase ist vorbei. So, Marc, erzähl. Ja, ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe nur die Meckern hier aus dem Nahkampf rausgezogen. Den Truck habe ich da vorgestellt. Hier bin ich mit dem Truck nach vorne gefahren. Mhm. Und den Warboss habe ich ein bisschen davor gezogen. Der will ihn verhauen. Der will ihn verhauen, ja. Guck, versucht es halt. Der muss jetzt irgendwas reißen. Und hier hinten sind nur die Krotze ein bisschen nach vorne gelaufen. Das war es eigentlich schon. Mehr Bewegung brauche ich gar nicht. Okay. Psi-Phase ist vorbei. Ja, es hat nicht viel geklappt. Ich habe weder Warpass auf die Boys durchbekommen, noch da Jump, obwohl ich plus 3 auf den Test bekomme. Dafür habe ich hier Gorgs Fäuste auf ihn wirken können. Damit kriegt er jetzt plus 2 Stärke und 1 oder 2 Attacken mehr. Ich muss gleich mal nachgucken. Okay, Schussphase. Schussphase. So, das war ziemlich miserabel. Ich habe irgendwie nichts hinbekommen. Also meine Sazogas haben nichts gerissen. Meine Meckerns haben nichts gerissen. Also das ist alles noch da. Also hier sind von den Looters, oder wie hießen sie? Von den Looters hat er da 3 gegangen. Genau, da sind hier 3 gegangen. Dann hast du mit deinen hinten, wie heißen sie? Die Snorzogas. Genau, Snorzogas haben hier drauf geschossen, auch mit Doppelschießen und allem möglichen CP ausgeben, ist er jetzt runter auf 14 Lebenspunkte. Ja. Dann haben die Looters doppelt geschossen auch, da hat er auch nochmal 2 CP ausgegeben, dann konnte er mit 5 Stück auf den Hellbringer schießen, also die anderen 5 quasi.
die eine Hälfte ist ja da in die Ranger gegangen, die andere Hälfte ist hier reingegangen. Der ist jetzt runter auf 8. Das heißt, da sind auch schon mal 6 Lebenspunkte weg, aber overall war das eine absolut, ja, ziemlich beschissene Schussphase, muss man einfach so sagen. Zielphase, stimmt, Schussphase, ja. War einfach echt schlecht, aber das ist halt manchmal ein Würfelspiel. Ne? Das ist, ja. Nahkampf. So, wo ist der Fehler, Leute? Das war Marks Nahkampfphase. Ja, das war meine Nahkampfphase. Ich habe den Knight totgeprügelt. Robert hat dann aber 3 CP ausgegeben. Dann kam der auf die 4+ mit D3 Lebenspunkten nochmal zurück, einfach so. War dann da und hat dann meinen Truck weggemöbelt. Ja, und der Truck ist zum Glück nicht in die Luft geflogen. Also jetzt habe ich die Arschkarte. Der hat jetzt auch einen Lebenspunkt, der gute Knight. Aber Kumpel ist da. Ja, okay. Dann, ansonsten ist ja hier nichts passiert. Also der hat eigentlich relativ gut zugehauen, aber ja. Leute, dann kommen wir gleich zur Auswertung und dann in die nächste Runde. Punkte. Marc hält 1. Boah, der zerstört 1. Ach, da, guck mal, da hat er schon hier angekreuzt. Ansonsten, Titanenschlechter hat er einen Punkt und Königsmord hat er durch den Knight Crusader, den er eigentlich einmal schon platt hatte, auch voll. Entsprechend 4-2 am Anfang der Runde 1, Schlachtzug 1. Und dann kommen wir hier in die Bewegungsphase von dem Imperium. Bewegungsphase ist vorbei. Wir fangen hier hinten an, Helverin und er hier. Er ist... ist der Advanced? Ne, der ist nicht Advanced. Doch, 2-2. Du hast die 1 gewonnen, wenn ich Advanced. Achso, okay. Aber er ist auch Advanced, auf jeden Fall. Dann, er hier ist aus dem Nahkampf raus. Smash Captain nach vorne. Die Scouts sind hier so ein bisschen nach rechts hinten irgendwie, um hier ein bisschen dicht zu machen. Die Vanguard sind hier so ein bisschen in die Mitte, um da auch dicht zu machen. Die Scouts sind, glaube ich, weitestgehend stehen geblieben. Ja, die Arkebuse ist hier runter, advanced. Da habe ich durch den Moralwert noch eine verloren, einfach auch nur, um hier dicht zu machen. Der Dominus auch. Die beiden Scorpios sind hier hinten hin, dass die da ein bisschen durchschießen können. Und die anderen Scouts sind hier ein bisschen raus. Ja, dann kommen wir in die Schussphase. So, die zweite Schussphase von mir ist auch vorbei jetzt. Sieht ziemlich heftig aus auf jeden Fall. Er hier ist weg, der Weird Boy ist weg, die eine Smashergun ist weg. Dann haben die beiden hier geschossen. Da ist eine weg. Da ist eine auf 3 Lebenspunkte runter. Der hat es jetzt nicht geschafft, mal eine wegzumachen. Das ist jetzt halt so. Und die Scouts haben sich ja hier ein bisschen rausbewegt und die haben ein bisschen auf die Gretchen geschossen. Da sind, glaube ich, 3 oder 4 gegangen. Keine Ahnung. 4. Ja, ansonsten war es das mit der Nahkampfphase. Der Schussphase und dann kommen wir jetzt in den Nahkampf. Chargephase ist auch schon vorbei, weil ich eine Doppel-1 geworfen habe. Das ist gut für den Marc. Dann, kommen wir in Punkte zählen, würde ich sagen. Punkte, ich zerstöre 1, halte 1, ansonsten habe ich einen Punkt wieder bei Butcher's Bill. Wie gesagt, Schnitter machen wir dann am Ende. Und dann kommen wir in die Bewegungsphase von Marc, die genau jetzt beginnt. Bewegungsphase ist auch schon wieder vorbei. So. Genau, es ging relativ schnell. Ich habe einfach den Truck hier noch mal ein bisschen dazwischen geschoben zum Schutz. Ich muss Ende der Bewegungsphase jetzt noch einmal reparieren lassen. Das mache ich gerade, D3. Ja, ist wieder voll. Hab das auch mal live miterlebt. Hab hier die Krotze ein bisschen rübergezogen, einfach noch ein bisschen kleiner Schutz. Ansonsten war es das. Da hinten die Gretchen haben sich noch bewegt. Genau, die Gretchen, die 3, die übrig geblieben sind nach der Moral, die haben sich dahinter bewegt, dass sie gleich kein Abwehrfeuer fressen. Ja. Okay, Zielphase. Der Jump ist fertig. Genau, der Jump ist fertig. Ich habe das, hab den Wirtboy, der hat in der ersten Runde 3 Lebenspunkte verloren. Ja. Durch gefahrenes Warp. Deswegen habe ich den jetzt nur eine wirken lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Habe natürlich auch wieder eine 4 gewürfelt, habe plus 3 bekommen und habe es gerade so wieder geschafft. Also es läuft heute gar nicht bei mir. Aber sie haben es jetzt geschafft, sind da jumped und stehen jetzt hier hinten. Aber Marc, zeig mal deinen Pullover, was da unten steht. Never give up, genau. Genau, also ich... Jetzt geht's weiter hier. Spannendes Spiel wollen wir haben jetzt. Also da ist ja auch noch Firepower, also so ist es nicht. Da ganz tot bin ich noch nicht. Nein, 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 da geht noch was. Schießenphase. Tada! Tada! Jetzt ist es ein bisschen leerer hier. Ja.
Genau, meine Snotsoggers haben hier den großen Neid weggeräumt, gerade so. Ja. War wirklich eine knappe Sache. Dann haben die Looters aber nochmal geschossen mit 45 Schuss. Und die haben sie dann 15 hier nochmal rein. Aber haben leider nur 4-6 getroffen, weil er Stitches 8 spielt. Und mit den anderen 30 Schuss habe ich hier den kleinen Neid weggeräumt. Genau. Also das war schon besser jetzt. Das war eine gute Runde. Das ganz waren schon ein paar hundert Punkte, die da jetzt gefallen sind. Also da ist noch eine Menge Firepower und da muss man auch echt sagen, dass gerade die Jungs hier, gerade weil sie Charakter sind, absolut geil sind. Okay, Charge-Phase, ne? Genau. Vielleicht ganz einfach hier da rein, ich würfel jetzt mal vor ihren Augen. Und zwar habe ich da, die 4 lasse ich liegen, die 1 wiederhole ich. Ja, plus 1, 11 Zoll. Da darf ich aber noch Abwehrfeuer geben. Ah ja, natürlich. Das aber machen wir natürlich noch. So sieht's aus am Ende von Schlachtrunde 2. Erstmal den, ach so, den Nahkampf haben wir euch noch gar nicht gezeigt, glaube ich. Genau, den Nahkampf haben wir gleich gezeigt. Auf jeden Fall 3 Punkte hier, weil er zerstört einen, hält einen, hält mehr. Ich zerstöre einen, bla 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 bla. Titanenschlechter ist voll. Und hier ist was ganz Interessantes passiert. Er hat natürlich den Charge geschafft, hat meine Scouts kaputt gemacht. Hat ihn hier festgeknippt, mit ihm durfte ich nochmal zuhauen. Da sind 2 oder so gegangen. Und entsprechend hält er den Punkt jetzt hier. Und dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase vom Imperium. Die Bewegungsphase ist vorbei. Der Knight ist jetzt hier raus. Dominus ist hier in Advanced. Die beiden Scorpius-Panzer sind hier rüber. Die Vanguard sind ein Stück nach vorne. Scouts dahin. Die Scouts sind... Ja, die stellen sich jetzt mal so noch ein bisschen hier. Könnt ihr jetzt noch live mitgucken. So. Und ansonsten sind die hier stehen geblieben. Sind die stehen geblieben? Ja, die sind stehen geblieben. Und ja, dann kommen wir in die Schussphase. Die Schussphase ist vorbei. Da haben wir hier so 2 Kanonen weggemacht. 2? Ja, ne? Genau. Und da es war nur eine Kanone diese Runde, die andere war schon vorher weg. Eine Kanone hat er mir weggenommen. Genau. Und dann hat er hier ziemlich viel auf die Looters geschossen. Da habe ich für einen CP das Grotschild ausgegeben und habe halt hier die Grot weggeräumt die ganze Zeit. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Moralwert jetzt, ne? Ja, na, der eine Trupp ist komplett weg und da habe ich 5 verloren. Okay, gut. Dann kommen wir... Ach so, nee, da wir sind übrigens immer noch am Schießen. Das hätte ich übrigens vorhin zuerst machen müssen. Kleinen Moment. Jetzt sind es 9 tote Gretchen in der Trupp. Ja, und jetzt kommen wir in den Charge hier. Da will der Knight jetzt nochmal... Irgendwo hier rein, auch wenn das nicht gut ist, weil der Big Maker zurückhaut. Würfel doch gleich mal in die Kamera. Gucken wir mal. Das reicht. Schaffst du, gerade so. Hier, Freunde, geknippt. Hammer. Wie viel habe ich rausgenommen? 6 Stück. Der hat mir meinen Tech Priest noch zerkloppt und ja, dann gucken wir mal, was wir gemacht haben. So, vorbei, die gute Runde. Zerstöre haben wir hier. Ich habe 3 Einheiten zerstört, natürlich 1 dazu. Ich halte wieder 1. Und dann habe ich Butcher's Bill auch wieder 1 Punkt dazu, weil ich 2 Trupps zerstört habe. Und dann müssen wir halt mal gucken bei Schnitter am Ende. Und Bewegung, Mark. Ja. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Bewegungsphase ist vorbei. Der bleibt weiter geknippt. Ansonsten da hinten hat sich nicht wirklich was bewegt. Die Boys sind aber nach vorne. Genau, die Boys habe ich jetzt ein bisschen rumgezogen einfach. Ne? Und sonst ist der Truck ist noch ans Ziel gefahren, dass er das hält. Und sonst habe ich nicht viel bewegt. Ja, dann kommen wir in die Psi-Phase. Genau. Da kommen wir, das können wir sogar live machen. Weil das ich habe 2 Psi-Sprüche noch. Und zwar mache ich erstmal Warpass auf die Jungs. Ich kriege mal plus 1, sage ich mal. Das reicht mir. Die Jungs haben Warpass. Was macht das nochmal? Eine Attacke mehr. Ja. Und dann mache ich nochmal Jump. Plus 1 kommt nicht. Okay. Alles klar. Dann Schussphase. Schussphase ist vorbei. Der Junge da ist auf 7. Da ist einer umgekippt, weil... Die Jungs haben zweimal geschossen, aber ich treffe halt nur auf die 6. Das ist halt sauschwer dann. Ja. Hatten halt im Ganzen einmal zweimal geschossen und einmal geschossen und bleibt halt nicht so viel hängen. Ja, die genau. Snotsocker hat da hinten reingeschossen. Ach so. Hat da 2 gekillt und das war's schon. Einen, mein Lieber. Ach, einen, Entschuldigung. Ja, ja. Stimmt, einen hast du noch gerettet. Ja. Gut, jetzt gehen wir in Nahkampf. Nahkampf. Ja, geht da rein, ne? Ja, komm, machen wir mal live. Achso. Jetzt werden, wie viel Zeit brauche ich denn überhaupt? Das reicht noch nicht. Ich wiederhole natürlich beide.
Das reicht mir. 7. Was brauchst du? Das wären hier die 6. Ah ja, okay, also bist du gerade so dran. Das ist ich krieg plus 1 noch, ich habe die 8 jetzt. Okay, alles klar. Charge-Phase ist vorbei. Da hinten sind die Jungs in Nahkampf gegangen, weil das geht ja. Hier ist einer an der Wand und hier sind sie auch im Nahkampf. Genau. Durch die Wand, innerhalb von einem Zoll, reicht ja. Und da am Smash Captain, da wird jetzt aktiviert. Das heißt, da kommen jetzt ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Boys oder sowas. Der Boss noch einmal gucken. Mal gucken, vielleicht auch nicht so viele. Wir schauen mal. Immer die Würfel weg. Die Nahkampfphase ist vorbei. Bei der regulären Aktivierung hier vorne ist gar nichts passiert. Nee, doch, klar ist da was passiert. Ja. Der Knight ist runter auf 3 von 7. Durch den Boss hauptsächlich. Ansonsten hier in dem Nahkampf sind jeweils ein Scout gegangen und ansonsten hier alle Gretchen und da sind 4 oder 5 gegangen. Ne? Warum rein mal 4 plus 4 sind 4 gehen nochmal. Und wie viel stehen jetzt noch? 2. 2, da stehen noch 2. Okay. Ja, dann gucken wir uns die Punkte mal an. Da sieht es so aus, dass Marc einen hält und auch mehr hält, weil er ja vorne bei mir in der Hälfte ist. Bei mir ist es so, ich habe mehr zerstört. Entsprechend steht es jetzt hier in dem Zug auch 3-2 für mich. Ja, erkunden leider immer noch nicht, weil er in das eine Viertel nicht reinkommt. Ansonsten kommen wir dann in die vierte Runde von mir. Bewegungsphase wurde mir eben gerade gesagt, habe ich vergessen. Die Scouts sind hier nach vorne. Die Vanguard sind auch hier nach vorne, die Scouts hier sind stehen geblieben, die beiden Jungs hier zurück, dass die noch in Kyrian zieht, zu ihm hier sind. Knight ist stehen geblieben. Schussphase ist vorbei, da haben wir da hinten ein paar Orks mit den Scouts hier abgeschossen. Dann sind die beiden Jungs hier, die haben beide identisch die Energiekanonen in diese Orks da hinten geschossen. Jeweils eine gekillt. Da ist nicht viel gegangen, die Heavy Star war hier überall reingegangen, in die Orks, in die Boys. Ich weiß gar nicht, wie viele da gegangen sind. 6, 10? Nicht viele, 4, 5, glaube ich. Ich dachte, okay. Und die Missile Launcher haben alle in diese Meckern da reingeschossen und die ist jetzt immer noch auf einem Lebenspunkt. Ansonsten haben die hier noch ein bisschen geschossen, auch in die Boys rein. Ich weiß nicht, da sind vielleicht auch noch ein oder zwei gegangen. Es waren nicht viele. Die Arkebuse hat versucht, hier hinten reinzuschießen. Das war auch nichts. Und dann kommen wir in den Nahkampf. Der Nahkampf ist vorbei. Die Scouts sind hier rein in die Meckern, haben keinen einzigen Schaden gemacht. Dann haben wir hier in der regulären Aktivierung zwischen den Scouts und dem Gretchen, da sind die Gretchen einfach gegangen. Dann hatten wir hier hinten den Charge geschafft mit dem Captain. Und da ist eine Snotzogga gegangen, das war die gute auch, ne? Ne, das mit der auf dem Stein ist immer die gute. Ah gut, aber egal, schießen kann er eh jetzt nicht. Dann, da sind wir in den nächsten reingepeilt. Ansonsten hier haben die Orks wieder zugehauen und da wieder 3 Lebenspunkte abgezogen mit dem Boss. Und ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Boys nochmal weggehauen. Da muss ich noch Moral werden. 4 Mats. Ja. Glaube ich. Ja, Moral. 5, 2 gehen nochmal. Okay. Gut. Und dann kommen wir zu den Punkten. Halten tue ich jetzt hier nicht. 2 Punkte, weil den halte ich jetzt. Ansonsten zerstören tue ich einen Gretchentrupp und so eine Snotzogga. Und was habe ich noch zerstört? Vorhin habe ich noch ein bisschen hier so eine große Gun, habe ich glaube ich. Nee, gar nicht, ne? Ne, die 2 Sachen habe ich zerstört. Vor die Runde. Okay, gut, dann kommen wir zu den Punkten. Ja, ich habe einen zerstört, halte mindestens einen, dann haben wir Butcher's Bill jetzt voll, ansonsten Schnitter, haben wir jetzt mal grob durchgerechnet, ist auch mittlerweile voll. Kommen wir in Runde 4 vom Mark. Und die Bewegungsphase beginnt genau jetzt. Wie ihr seht, da hinten krüppelt sich ein ab. Die Bewegungsphase ist vorbei beim Mark und jetzt hat er den Coup geschafft. Genau, meine letzten 3 CP habe ich geopfert und habe meine Boys geholt. Ja, also die sind jetzt wieder da. Genau. Die hier standen und die sind jetzt genau hier rausgekommen. Weil mir geht echt die Luft aus mit Screenen hier. Ich weiß nicht, wo ich überall screenen soll. Hier vorne irgendwie, keine Ahnung, ein Tod musste ich jetzt irgendwie sterben. Ansonsten, die sind nach vorne gekommen weiter. Die grüne Flut kommt jetzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur hier. Und ja.
Kommen wir in die Psi-Phase. Komm, die machen wir wieder live. Genau. Und zwar, er macht erstmal einen Smite. Er kriegt kein Plus diesmal. Smite natürlich auf die Jungs. Jupp, auf die 8, D3. Natürlich zwei Tote. Ja. Und dann macht er noch der Jump. Auf die 7 kommt auch auf die Jungs. Sind die paar Boys jetzt auch irgendwo? Genau, ja, wahrscheinlich. Die wollen jetzt auch noch irgendwo hin. Die machen auf jeden Fall das Viertel jetzt hier. Genau, die wollen da hin, mal 9 Zoll von dir so ungefähr. So, passt das? So, ja. Ja, das war die Psi-Phase, liebe Freunde. Und jetzt kommen wir in das Geschieße. In der Schussphase haben die Jungs da meinen Smash-Captain aus dem Leben gefeuert. Der hatte noch 2 Lebenspunkte, dann war's das. Und hier wurden 2 Scouts von den Boys hier zerschossen. Ansonsten ist nichts gegangen. Charge-Phase. Sieht jetzt so aus, er ist jetzt da, bis auf 1, was weiß ich, Zoll an den Scorpius dran, hier und hier am Missionsziel. Und jetzt wird zugehackt. Genau. Die Nahkampfphase ist vorbei. Die Orks haben natürlich hier aufgeräumt, haben den da weggeräumt. Ja, ansonsten die Vanguards da noch weg. Hier die Scouts sind noch weg. Die Scouts sind natürlich noch weg durch den Weird Boy. Und du hast jetzt endlich das erste Mal deine Feldkontrolle hier. Ja, ich habe tatsächlich in Runde, was haben wir jetzt, 4 habe ich Feldkontrolle aufbauen können. Mhm. Jetzt kann man anfangen zu spielen. Gut, ja gut, aber irgendwas muss ich ja tun, ne? Krass. Schauen wir mal, Punkte. Ja, Mark zerstört einen, zerstört mehr, hält einen, hält mehr, kriegt jetzt 4 Punkte und kriegt jetzt den ersten Punkt bei Erkunden. Kommen wir in die Bewegungsphase, Imperium. Und das Ganze beginnt jetzt. Bewegungsphase ist vorbei. Also, Dominus ist nach hinten advanced, Knight nach vorne. Ansonsten ist der Scorpius hier aus dem Nahkampf rausgetackert und hier hingefahren. Scouts nach vorne, sodass sie das Missionsziel zumindest jetzt halten. Und dann wird jetzt geschossen. So, ihr lieben Freunde, genau, da hinten die Werbung verschwindet. Ja. Wir haben jetzt dicht gemacht hier, weil, gut, der hätte wahrscheinlich jetzt nochmal überlebt irgendwie, den Nahkampf vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist es, ich habe keine Chance mehr. Ja, da hinten, der kann auch noch schießen. Genau. Wenn man jetzt so grob übers Spielfeld geht, dann sieht man, da ist keine Chance mehr. Ich hätte jetzt, wir haben die Schussphase jetzt nochmal so ausgewürfelt, dass er nochmal auf Knight geschossen hat und dann nochmal auf den Dominus, ob ich da jetzt jeweils nochmal einen Punkt bekomme. Und Dominus hat er dann nicht komplett wegbekommen. Entsprechend habe ich mir in der 6. Runde nochmal einen Punkt eingeheimst. Und ja, Ergebnis sieht jetzt wie folgt aus. Also Marc punktet jetzt immer mit 4. Ich hier mit 2 und dann jeweils hier nur noch mit 1, weil ich da nur noch einen halte. Jetzt haben wir oben bei den Prima-Missionen 19-14. Erkunden hat er entsprechend jetzt auch nochmal 2-mal voll gemacht. Da hat ihm trotzdem noch eine gefehlt für die 4. Ich habe Schnitter, Gangbuster, Butcher's Bill alles voll und wir sind jetzt bei einem Endergebnis von 30-26. Also super knappes Spiel. Rematch geglückt, Marc. Und dann kommen wir mal zu einem schönen Postgame. Postgame. Ja. Richtig, ja. Achso, warte mal, müssen wir das Display mal ausklappen, dass wir uns auch sehen. So, Freunde. Ist vorbei. 26-30. Ohne ja. Die Bonuspunkte. Ich hatte ja dann. Das haben wir ja vergessen. Ja, hatte ich am Anfang vielleicht da auch. Nee, das war ja der da hinten. Also, echt? Mein Bonuspunktmarker. Naja, ich glaube, der hätte es auch gehabt. Mit den Scouts. Hat er gehabt. Wir haben es ja ausgelassen, ist ja egal. Auf jeden Fall war ein echt cooles Spiel und jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die, ich sag mal, in die Analyse gehen. Jetzt würde ich sagen, dass wir einfach mal ein bisschen was zu den Listen sagen. Ja. Ich würde im Vorfeld schon mal behaupten, dass die Listen jetzt nicht das Matchup gesehen haben, für was sie eigentlich gedacht waren.
Also jetzt aus meiner Sicht zum Beispiel, mir hat definitiv die Kadenz gefehlt bei dir, weil ich eigentlich mehr, also diese Grundidee ist ja wirklich gegen Marines vielleicht eher ein bisschen zu spielen, durch die Knights. Mit den Orks tue ich mich da irgendwie so ein bisschen schwer mit den Hardmech, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest so mit diesem Mischmasch. Also wenn ich vielleicht eine andere Liste spiele bei 2000 Punkte mit vielleicht auch 6 Duckerbots oder so, dann, aber so auf keinen Fall. Also das war schwer, obwohl es nach der ersten Runde schon krass aussah eigentlich. Ne? Ja, also ich habe halt echt nach der ersten Runde gedacht, das wird nichts mehr für mich. Ich kann jetzt eigentlich einpacken. Die ersten zwei Runden waren es eigentlich. Ja. Nach den ersten zwei Runden habe ich gedacht, das wird nichts mehr, dieses Spiel. Hab ja echt scheiße gewürfelt. Und danach habe ich es aber komplett gedreht. Also komplett gedreht. Ne? Dann habe ich den ersten Knight rausgenommen, dann habe ich den kleinen Knight noch rausgenommen. Stimmt, den dritten habe ich auf 3 Lebenspunkte. Der war auch schon tot eigentlich. Mhm. Der war der erste, der tot war. Der kam ja dann nochmal wieder. Den hättest du noch eine Runde früher rausnehmen können sogar. Ja. Und dann war es eigentlich gegessen. Ab Runde 3 habe ich es dann für mich entschieden. Ja, absolut. Runde 3 definitiv so. So, was für eine Taktik steckt hinter deiner Liste? Was macht diese Liste aus durch diese vielen Guns? Und also, das ist jetzt so, ich kenne seine Listen so, also entweder war immer so alles voll auf Masse ausgelegt mit seinen Boys, fast gar nichts zum Schießen, sondern wirklich Boys nach vorne mit der Jump und direkt Power. Ja, genau. Also ich hatte ja sonst auch immer 90 Boys drin und habe dann einfach den Gegner versucht zu überfluten. Habe aber gemerkt jetzt gegen Space Marines zum Beispiel, dass die mit ihrem neuen Bolterbeschuss und mit den ganzen Trailschuss, was sie haben, lachen die über 30 Boys. Das hauen die einfach raus. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, 30 Boys raus. Ich mache, habe auf jeden Fall den dritten Slot Zocker mit reingenommen. Hm. Und habe halt einfach noch 2 Trucks mit reingenommen jetzt. Einfach, weil ich gegen Marines jetzt sagen kann, dass ich die Slot Zockers schon weit außerhalb der Range stelle und die Charakter aber da reinstelle. Die Trucks sind offen, das heißt, ich kann sie stehen lassen und kann rausschießen. Hm. Und die Eliminators oder Scouts, alles was snipern kann, kriegt halt den Truck mit Widerstand 6 schwer kaputt. Mit Stärke 5. Die haben alle die Sniper-Waffen, haben alle nur Stärke 5. Du hast nur Widerstand 6 mit dem Truck? Ja. Na gut, aber das reicht auch. Stimmt. Alles auf die 5. Ja. Ja, und das ist schon dann ziemlich schwer. Und dann, wenn sie kaputt kriegen, dann lasse ich es halt aussteigen, stelle sie immer noch hinter irgendwelche Krotze und dann habe ich immer noch meine Krotzschütze. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also definitiv, die muss man halt vorher wegschießen. Das habe ich vorhin auch falsch gemacht. Ja. Muss ich erst auf die Krotze schießen. Das war dumm. Ja, und gegen so Spielen sollen halt die Trucks entweder was blocken oder mal einen Marker halten. Die kosten 64 Punkte, sind schnell. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ich finde diesen Mischmasch, den du da hast mit diesen Boys, weil du hast ja trotzdem noch viele. Du kannst sie trotzdem wiederholen, grüne Flut. Und, dann, und diese Smasher Guns sind sowieso krass, finde ich. Die sind fies, aber die Snot Zoggers. Ja, Snot Zoggers sind, das sind ja die Charaktermodelle, die drei danach, die sind komplett krank. Ja, es ist halt immer eine Glückssache. Man kann halt auch mal nur mit einer Stärke von 2 schießen. Ja. Aber selbst dann sieht man eigentlich immer auf die 6. Und selbst wenn ich dann immer auf eine 6 wunde, habe ich ein DS von minus 5 und immer noch B6 Schaden. Und mit dem Dead Skull Clan kann ich halt den wiederholen. Wenn ich meine 1 würfel, wiederhole ich den einfach und dann wird vielleicht auch eine 6 draus. Ja, also die sind schon echt mies. Und da bräuchtest du auch wirklich Sniper mehr oder so. Das ist, da hatte ich keine Chance. Das ist auch, da ist es mal wieder auch so weit, diese psychologische Komponente, die da auch einfach mitspielt. Wenn du weißt, die Dinger stehen jetzt irgendwo da hinten, dann bewegst du dich auch entsprechend gar nicht irgendwie, weil du einfach Schiss hast, dass du dann wirklich einfach mal wegschießt. Also ich finde diese Komponente auch echt noch nicht zu unterschätzen irgendwie. Ganz schlimm. Ja, das ist deine Liste. Also ich finde, wie gesagt, diesen Mix, den du da hast, komplett geil. Obwohl natürlich heute hast du echt gut geschafft, dass die MacGuns fast gar nichts gemacht haben. Ja, irgendwas muss ich rausnehmen. Ne? Aber dann kann man sie halt immer noch gut als Shield einsetzen. Ne? Ja. Immer nach vorne jagen und mit ihrem 5er Widerstand blocken die halt auch im Nahkampf. Ja. Ja, bei meiner Liste ist eigentlich so der Grundgedanke, ich habe die Admech dabei mit den 3 Scorpius-Panzer, weil es halt die 3 Scorpius-Panzer sind. Die Dinger finde ich nach wie vor mega geil. Jetzt habe ich nur 2 Stück mitgehabt. Aber mit dieser Energiekanone, mit dem LOS. Ja, die haben ja schwer zu schaffen gemacht, ne? Die sind schon geil eigentlich. Die haben, ne? Also, 4 Meckerns rausgenommen alleine. Ja. Und jede Menge Krotze und Orks immer wieder. 111 Punkte oder so kosten die. Also ich hätte, war dann auch der Plan irgendwie, die dann
immer so hinzustellen, dass eigentlich die kaum was sehen können und das, was sie sehen und was harten Beschuss auf sie selbst ist, sollen sie wegnehmen. Dann wollte ich eigentlich noch so ein bisschen weiter LOS bleiben und dann nur noch die Energiekanone anbringen. Aber das Problem ist, ich habe in der Liste einfach, ich musste dann halt nachdenken, was mache ich jetzt, weil mir fehlt halt die Kadenz bei dieser Liste jetzt so gegen diese Orks. Ne? Und dann musste ich zwingend immer diese 2x9 Schuss Heavy Stubber, die muss ich anbringen. Ansonsten ja. Ist es einfach, aber es hat ja auch nicht gereicht. Ne? Also die, ich sag mal, die Knights, da ist der Output natürlich schon gut, aber die Kadenz halt absolut, ich sag jetzt mal, schlecht gegen, klar kommt von der Gatling mal 14 Schuss, aber jetzt von dem anderen Knight, da habe ich W6 Thermalkanone, da habe ich die Heavy Stubber, dann habe ich den Pot oben drauf, aber dann mache ich keinen 30er Plop Orks kaputt mit einem Moralwert von was. Die hast du jetzt reingenommen, gerade gegen Marines. Das ist so der Plan. Also wirklich so die Admec wegen den Energiekanonen, dass ich einfach 3x Energiekanone habe mit LOS schießen. Das ist zwar nur -1, aber selbst das kann irgendwie, wenn der 3 oder 2 Stück drauf auf irgendeinen Trupp schießen, dann kann das trotzdem mal zum 5er-Trupp rausnehmen. Ja. Der völlig irgendwo LOS steht oder was weiß ich. Ne? Das ist schon möglich. Dann natürlich das Bataillon voll gemacht, um einfach ja, die Punkte zu kriegen. Dann hatte ich die Arkebusen heute drin, weil ich ja, die Punkte halt einfach übrig hatte. Die sollen normalerweise in die Blood Angels noch mit rein, dass dieses Bataillon, ich finde die Scouts ultra wichtig, ja, durch dieses Screen vorne und so, das ist gegen dich wieder jetzt ganz gut. Aber auch so gegen Space Marines ist das immer gut, einfach mal ein bisschen was da vorne zu haben, weil ich halt einfach nur 3 Standard-Trupps sonst habe. Ne? Also ist nicht viel bei den Admec. Dann die 3 Scout-Trupps, wie gesagt, dazu soll ein Smash-Captain rein und ein Liberian Dreadnought. Das ist halt nochmal so eine Steigerung, finde ich, zu einem Smash-Captain. Weil Smash-Captain irgendwie, da ist so das Problem. Also eigentlich müsstest du den zum Warlord machen, dass die Waffen Schaden mehr macht. Bist aber auch nicht dazu. Also zwingend notwendig sind halt 2 Relikte. Einmal die Engelsflügel, dann haben wir das Balz, dass du mit dem einen auf den zweiten triffst und dass du einmal nicht Abwehrfeuer geben kannst. Ja. Wobei ich jetzt finde, dass die Engelsflügel deutlich geiler sind sogar noch, weil du kein Abwehrfeuer geben kannst. Und dann hätte ich trotzdem nochmal für 1 CB, könnte ich dem W3 zusätzliche Attacken geben, dem Blood Angel Captain. Dann hat er bis zu, sage ich mal, 7 Attacken, was schon mal ganz geil sein kann. Trifft dann halt auf die 3, Einsen wiederholen und mit Stärke 8, DS minus 3, 3 Schaden flat. Ist gut. Ist geil. Ja. Nicht gegen Orks in der Masse, aber den kannst du halt auch mal auf den Knight schicken. Das Problem ist jetzt halt nur bei diesen 2 Listen. Klar, die Knights habe ich sowieso dabei, weil ich, das war der Grundgedanke, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass klar, Marines, wenn du jetzt Repulsor, Executioner und einen normalen Repulsor drin hast, dann haben die durchaus auch mal harte Kanonen dabei. Aber ich denke, die tun sich, das mag jetzt subjektiv sein, aber die tun sich generell vielleicht ein bisschen schwerer mit Widerstand 8 Sachen. Ja, glaube ich auch. Also so Fahrzeuge, also weil viele werden, glaube ich, tatsächlich Infanterie spielen. Ja. Das ist aber das Stärkste bei ihnen, finde ich. Und die haben halt gegen Knights und Fahrzeuge an sich schon also, mehr Probleme als einfach. Ja, es ist schwierig. Ja. Das ist ja der Grundgedanke, stand jetzt dahinter. Ne? Und dann war natürlich den einen Crusader, wollte ich jetzt halt einfach mitnehmen, weil ich das cool fand. Ob ich jetzt nochmal Vulkar spiele, da hatte ich heute einfach mal so ein bisschen getestet. Ich habe den Errant dabei. Mit dem Schwert und der Thermalkanone und dem Pot halt, weil die auch nochmal LOS schießen können, dass der einfach nach vorne rennt. Das habe ich heute einfach nur mal gemacht, weil das mit dem Vulkar halt ganz cool ist. Du advanced, kannst ne, trotzdem normal schießen und im Prinzip, es ist die Frage, ob ich das gegen die Marines brauche, ob da vielleicht eine andere Krast oder wie auch immer, ob das mehr Sinn macht. Das muss ich jetzt gucken. Da kannst du aber ITC auch vorher wählen, ne? Dann kannst du dich ein bisschen umentscheiden. Ja, aber bei dir fand ich das, also der Gedanke war ganz cool, dass ich trotzdem nach vorne kann ganz schnell, dass ich dir ganz schnell vorne Druck mache. Das war auch so der Anfang, ne? Aber das Problem ist halt einfach, es ist unfassbar CP-fressend. Ja, ne? Warst ja Runde 2 leer. Runde 2 war ich komplett leer. Ja. Und Smash Captains, den anzubringen vorne, das sind 3, 5 CP, ne? Da musst du es nein wiederholen bei dem Charge, dann hast du 6 rausgehauen. Ja, 5 oder 6. Weil da hattest du ja irgendwie nur einen 6er Charge oder 8er Charge, hättest du ja mit 3 bis 6 hätte er nicht die 9 geschafft.
Ja, das ist halt dumm. Ne? Aber muss halt wiederholen, hat er gerade so die, was hat das dann, die 9 oder die 10 oder sowas? Also gerade so dann die Charge geschafft. Das ist halt ärgerlich dann. Aber gut, das ist andersrum, du hast auch, also du hast richtig scheiße gewürfelt am Anfang. Das ist, ja. Ne? Das Problem ist halt, es ist sehr CP-fressend und da muss ich halt so ein bisschen den Fokus noch irgendwo legen auf irgendwelche Sachen, die einen konstanteren Druck aufbauen, ohne mir die CPs aufzufressen. Und da glaube ich, ist ein Liberian Dreadnought ein bisschen geiler, weil der durch Psi einfach nach vorne kommt und der ist schon echt auch böse vorne. Ne? Also der ist schon krass. Und ja, man muss halt auch bedenken, dass nicht immer 30 Orc-Boys vor mir stehen. Ne? Ja, nee, im seltensten Fall. 60. Also gegen die Liste, denke ich, war das jetzt, ich will jetzt nicht sagen Mismatch für mich oder so, aber die ist halt einfach nicht dafür gedacht, gegen so Massen. Ne? Ja, da fehlt halt wirklich irgendwas, was pro Runde 30 Orks aussehen kann. Keine was Chance. Von haben wir. Ja, hab ich so, also in der Konstanten nicht. Ja. Und ich muss ja trotzdem noch, ich sag mal so, diese 30 Ork-Boys, diese normale Infanteristen, die müssen eigentlich auch so mit Sekundärbeschuss irgendwie gehen. Ne? Also ich muss beim Primärbeschuss trotzdem auch noch gucken, ja, dass ich so deine Matchmaker wegmache, die mich einfach auch kaputt machen können. Ne? So deine Guns und so. Ja, das ist halt stärker bei den Orks. Ne? Wenn du mir halt die Mech-Guns rausnimmst, dann sage ich einfach, ich mache jetzt die Orks zu die, also mit der Infanterie zum Matchmaker. Mhm. Und wenn du die rausnimmst, dann mache ich halt die Mech-Guns wieder zum Matchmaker. Das ist halt das ist die Stärke bei den Orks halt einfach. Also die können das ziemlich gut switchen im Spiel auch. Ja, aber Marc, muss man natürlich auch sagen, du hast die Orks auch echt drauf langsam, ne? Also langsam geht's ein bisschen. Ja, ich habe schon viel gemacht, aber ja. Ich bin immer, es sind immer noch ein paar Sachen, wo ich unzufrieden bin, wo ich Fehler auch merke bei mir selbst, da muss ich noch genau ein bisschen. Ja, aber ich finde es auch cool, Marc ist zum Beispiel jemand, der ist halt komplett Ork treu und der zieht das jetzt momentan komplett durch. Eigentlich bin ich ein Turnierspieler. Ja, aber im Moment bin ich viel Orks, weil die einfach mehr Spaß machen. Kommen aber auch wieder bestimmt. Tyranniden könnt ihr jetzt mit Psychic Awakening, da könnt ihr auch, ja, ist auch vielleicht auch was im Busch, ne? Oder mit dem neuen Dingsbums. Ja, ich glaube, da kommt ein bisschen was. Also Tyranniden sind ja ein bisschen verloren gerade. Ja. Aber die siehst du gar nicht mehr, ne? Nur noch mit Jeans? Nee, mit Jeans gehen zusammen, aber alleine gar nicht mehr. Nur mit Jeans gehen zusammen und dann haben wir das gleiche Setup hinten als Zoanthropen und vorne als Jeans wieder. Und Exocrine als Schuss oder was? Nee. Kannst du vergessen, ne? Exocrine, Tyrannoflexel, kannst du alles vergessen. Nicht lieber. Zu schnell tot. Ja, das ist. Ja, wir müssen mal gucken. Also, ich denke, ich habe halt schon ein bisschen Bedenken, dass auch mit den Knights, dass die sehr, sehr schnell fallen, wenn ich so eine Marines-Liste mit Executioners gegen mich habe. Ich glaube, dann werden die auch ziemlich aufgefressen. Da muss man halt gucken, dass man vielleicht mal krass nimmt oder wie die Dinger heißen, wo ich flat ein oder zwei Schaden mehr mache pro Waffe, also da macht ein Heavy Stubber zwei Schaden flat oder dann halt hier die Gatling-Kanone macht dann drei Schaden flat, das ist schon ziemlich böse. Ne? Also das Problem, was du kriegen wirst mit den Knights, also wir hatten ja schon relativ viel Gelände, ich glaube einfach bei Turnieren hast du weniger Gelände und dann kannst du ihn nicht mehr so verstecken. Ja, das ist halt, ja, das stimmt. Dann hast du mit der Größe einfach auch Nachteile, da haben halt die Marines wieder den Vorteil, die haben viele kleine Infanterieeinheiten, die stellen die überall hinter und du siehst die erste Runde überhaupt nichts. Das Schlimme ist ja auch wirklich, dass so Imperial Fist oder wie auch immer, ich meine, da hauen die normale Bolter, hauen die halt auch mal so Knight durchaus kaputt, ne? Zwei, drei Schaden flat und so ein Scheiß. alles rerollen und dann weiß ich nicht, ob es plus auf die Verwundung irgendwie, gibt es bestimmt auch noch was. Ja, einen sind wiederholen durch einen Lieutenant. Ja, klar, gibt es immer was. Oder ein Chat, ne? Also, ja, aber es ist halt so, momentan, ich will noch keine Marines spielen. Ich baue sie zwar auf, gerade so die Ultramarines, oder was heißt baue sie auf, die sind fertig, aber ich irgendwie habe ich will damit nicht auf Turniere fahren oder will damit keine Turniere spielen. Ja, aber im Moment, wenn du wirklich Turniere gewinnen willst und sicher sein willst, dass du gewinnen, musst du halt deine Marines spielen, so sehe ich das gerade. Also, ja, das ist, mal gucken, was wir auf dem Team-Turnier machen, ne? Ja, bin auch gespannt. Ich bin bei den Marines. Scheiße, ey. Ja, mal gucken. Wir wollen uns mal schauen, dass der Christian Breuer jetzt. Ach du, ja. Bestimmt, da kommt noch was jetzt. Nächste Battle Report drehen wir in. Kürze. In Kürze, jetzt in ein paar Tagen. Auf jeden Fall kommt der Christian Breuer irgendwo aus dem Ruhrpott. Richtung Köln oder so kommt der her. Ich weiß nicht, falsch ist Köln, Ruhrpott, Deutschland. Köln, wenn das jetzt auch, wenn der aus Düsseldorf kommt, dann haut er auch, wenn er wieder kommt. Das passt schon. Er entschuldigt mich, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Tut mir leid, Christian. Auf
Auf jeden Fall, er kommt hierher, er ist zur Zeit mit, er spielt auch Orks. Man nennt ihn Mr. Meckern, glaube ich. Wie viel? 15. Er spielt in seinen Standardlisten 15 Meckerns und ist zur Zeit bei T3 im Ranking auf Platz 2 in Deutschland, Europa auch. Also Deutschland und Europa auf Platz 2. Er kommt hierher und er wird auf jeden Fall ein Match gegen einen von Mini Paradise von uns machen, gegen den Christian, gegen Stefan Weger. Mhm. Gegen Stefan Weger spielt er. Der spielt Nörgel. Also, das hast du ja schon verraten, wie immer das spielt. Oder weiß er sowieso schon? Das weiß er schon. Ah, ja. Das habe ich ihm schon gesagt. Ja. Soll ja fair sein, ne? Wir wissen ja beide dann. Stimmt. Das also, es ist auf jeden Fall Nörgel gegen Orks und da sind wir mal gespannt, was da so bei rumkommt. Ja, da gibt es noch eine Wette, ne? Genau. Du wolltest irgendwas ankündigen noch. Genau, also es wird so laufen: Es wird ein Gewinnspiel geben für dieses Match. Ihr könnt vorher tippen. Dazu müsst ihr nur unseren YouTube-Channel abonnieren. Könnt eine Wette absetzen, wie das Spiel ausgeht, wer wie viele Punkte macht. Es wird gespielt 2000 Punkte ITC, also Chaos, Nurgle, Demons, mit, ja, auf jeden Fall Nurgle. Viel Zeug. Gegen Orks. Christian Breuer gegen Stefan Beger. Da müssen wir mal gucken, da, was wir uns da Schönes ausdenken, genau, für euch. Wer dann am Schluss am nächsten am Ergebnis dran ist, der kriegt einen Preis von uns. Ja. Da haben wir bestimmt irgendwas Schönes noch rumfliegen, mal sagen. Auf jeden Fall. Ja. Kriegen wir was hin. Oder wir besorgen was. Ja. Aber du machst dann nochmal eine schöne Ankündigung oder wir unter dem Video und dann könnt ihr da auf jeden Fall fleißig kommentieren. Das wird mit Sicherheit ein witziges Match. Ja. Ich hoffe, der Beger gibt Gas, ey. Ja, also, dass es ihm nicht zu leicht macht. Ne? Ich habe gestern ein Testspiel mit ihm seiner Liste gemacht. Das war schon okay. Also, war schon okay. War schon okay. Hast verloren? Nee, ich habe gewonnen. Die Orks haben gewonnen. Ja. Also, Christian, brauchst keine Angst haben. Muss nur aufpassen, Beger ist bei uns bekannt, dass er einen Dämonenprinz hat, der Dämonenprinz spielt, der Widerstand 9 hat auf einmal. Locker. Also muss ein bisschen aufpassen, aber es sind ja auch Leute von uns dabei, wir passen da auf. Nein, Quatsch, wird ein schöner Tag auf jeden Fall. Und danach gehen wir noch einen trinken, glaube ich. So sieht's aus. Ja. Haben wir noch was? Ich sehe gerade, du fährst mit nach Belgien, Marc. Ich fahre mit nach Belgien dieses Jahr. Wir beide. Wer ist noch voll dabei? Wir beide, 40k. Echt? Ja. Nur wir beide. Aus Hammer und Bolter, ne? Hammer und Bolter. Hammer und Bolter in Belgien fahren wir hin. Ja, also wenn ihr auch da seid. Ja. 2000 Punkte und 2000 nicht Punkte. ITC, irgendwas anderes, ne? Irgendwie. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Muss man mal schauen. Auf jeden Fall, großes Ding ist AOS und 40k gleichzeitig. Ja, Hammer und Bolter, ja. Genau. Und irgendwie pro Seite 100 Mann oder so. Das ist riesig, auf jeden Fall. Großes Ding. 2000 Punkte, 5 Spiele oder so. Ne? 2 Tage, 5 Spiele. Also Space Marine treffen. Ja. Ein Spiel gewinnen. Spielst du Orks? Ich spiele Orks, ja. Ich glaube, ich werde Space Marine. Ja, mal gucken, was bis dahin noch kommt, weißt du, weil Ende des Jahres, Chapter Approved, oh, das bin ich gespannt, ey. Ich hoffe ja auf Grey Knights, ich hoffe auf Atmec noch irgendwas, ich hoffe auf Tyranniden würde ich auch wieder spielen dann mal. Boah, das wäre so schön. Also, da müssen wir auch noch mal ein bisschen Talks machen. Also, ich weiß nicht, ja. Momentan habe ich überhaupt keine Ahnung, ich will meine Atmec spielen, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Das war schwer mit denen, glaube ich, im Moment. Ja, mit den Marines, konnte auch schwer. Ja, also, das ist es auch. Keine Ahnung. Ansonsten fahren wir im Dezember jetzt noch am 14. Nach Bedbock. Hm. Aufs Ars Belica Turnier. Sind, glaube ich, jetzt 32 Teilnehmer mit dir, ne? Ich habe einen Platz gekriegt. Andi, danke und Grüße an dich. Er stellt sogar für mich theoretisch noch einen Tisch. Das hast du schon gelesen. Ja, das hast du auch rumgeschickt. Wird natürlich mal reingeschoben. Genau, stimmt. Also Andi, Gruß an die Ars Belica Jungs, ihr seid echt geile Typen. Ich freue mich dafür, dabei zu sein. Und ihr kommt auch wieder mit. Also nicht Andi, sondern die Zuschauer. Die Kamera ist dabei, könnt euch alles mit angucken. Ja. Das wird ein Testspiel sein. Genau. Wir hatten es ja schon mal gesagt, auf jeden Fall ist es ein Testspiel für die nächste Season, für 2020. Ars Belica 1250 Punkte. Ja. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was könnte besser gemacht werden, anders gemacht werden, schreibt es hier runter das Video, sagt uns Bescheid, wir nehmen es mit, könnt es den Jungs persönlich geben, die sind alle da dann und vielleicht ist ja eine Idee dabei, die umgesetzt wird. Ja, mal gucken. Also bitte kommentiert, wir freuen uns riesig groß und groß über viele, viele Kommentare und über unseren Videos, dass da vielleicht auch mal so ein bisschen Konversation entsteht und so. Genau. Das ist immer schön zu lesen irgendwie und da halt auch so ein bisschen
ne, ich meine, das ist, wir machen es jetzt auch nur in unserer Freizeit irgendwie und so. Das ist schön, das einfach mal zu lesen, dass andere Leute sich das wirklich gerne angucken und da auch tiefer reinversetzen möchten. Also es ist schön. Ja, habt Teil an dem Ganzen, wenn ihr Bock habt. Ja, jetzt haben wir alles. Ne? Bisschen Talks müssen wir noch machen. Ne? Irgendwie müssen wir auch noch mal starten, jetzt so langsam. Talks mal so hier, dann die Leute mal ein bisschen. Ach so, ein bisschen Talks. Ich habe jetzt gerade das Werkzeug hier. Nicht Talks. Talks. Aber da müssen wir auch mal langsam wieder was aus dem Boden stampfen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Dass wir mal ein paar Leute vielleicht auch einladen oder auf Turnieren mal wieder ein bisschen was machen. Ja. Und oder jetzt der neue Chapter Proof wäre zum Beispiel ein guter Talk. Da könnte man mal einen Talk machen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Space Marines sind mittlerweile ausgelutscht, da brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Sie sind stark, weiß jeder. Wir sind stark. Mann, ist doch gut jetzt. Wisst ihr, wer OP ist? Space Marines. Ja, genau. Alle. Ja. Ja, haben wir's. Wie gesagt, schreibt runter, was macht ihr gegen Space Marines mit euren Listen? Schreibt uns wegen dem Gewinnspiel. Da geben wir mal mehr zu bekannt, auf jeden Fall. Und wenn ihr was von ASB Licker wollt, sagt uns Bescheid, wir gehen mit. Sehr gerne, auf jeden Fall. Und schreibt auch mal drunter, was ich noch besser mitmachen kann mit ADMEC gegen Space Marines. Ja. Und kommt mir nicht mit Riser und Destroyer. Bringt mich. Hat er schon. Mal in der ersten Runde tot. Ja, war's das. Das war's, ja. Marki, war schön mit dir. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit euch auch. Bis zum nächsten Mal. Und bitte drunter schreiben, wie das ist mit dem Short Battle Report. Ich habe keinen Plan, wir haben keinen Plan, wie das jetzt ist mit dem Schneiden. Ja. Und guckt es euch an. Wenn ihr lang wollt, dann machen wir das natürlich auch wieder. Ansonsten würden wir gerne noch mal kurz machen. Fertig. Macht's gut, ciao.